Hallo und willkommen zu Part 4. Heute geht's ran an den Arbeitsspeicher. Noch nicht an den Stack. Ich habe auf manche Kommentare geantwortet, dass es vielleicht noch den Stack zu sehen gibt. Aber wir werden eigentlich genug mit dem Arbeitsspeicher jetzt erstmal zu tun haben. So, warum brauchen wir einen Arbeitsspeicher? Das ist sowas wie ein Haufen extra Register, falls uns der Platz in den Registern ausgehen wird. Und wie man sehen kann, wir haben nur 4, wovon 2 eigentlich nur Pointer sind. Deswegen wird uns da auch wahrscheinlich der Platz ausgehen. Also, Arbeitsspeicher kennt ihr bestimmt, solltet ihr haben, wenn ihr dieses Video schaut. Also unser Arbeitsspeicher wird mehr oder weniger ein reiner Datenspeicher sein. In echt kann man auch aus dem Arbeitsspeicher Befehle lesen. Vielleicht mache ich da auch mal eine Tutorial-Serie zu so einer kleinen CPU, die sowas kann. Also mit Zyklen, Fetch und sowas, Fetch, Execute. Aber jetzt geht es erstmal hier rum. Arbeitsspeicher ist hier ein stinknormaler Datenspeicher, um halt eben diesen Platzmangel hier zu umgehen und um Sachen da drin zu hinterlegen. Außerdem geht es ja auch erstmal ums Prinzip, dass ihr wisst, wie man sowas baut und wozu es gut ist. Das allererste, was wir machen, ist, wir gehen in unseren Register-Circuit, in unseren Registerkreislauf, platzieren den Verteiler, richten den nach Westen aus und machen die Ausfächerung auf 2 und 8. Und die schließen wir an Pointer High und Pointer Low an. Aufpassen, dass Pointer Low die unteren 3 Bits sind und Pointer High die oberen 8 Bits. Warum machen wir das? Der Arbeitsspeicher hat eine Adressbreite von 256 Adressen. Dazu brauchen wir 2 4-Bit-Register und das machen wir eben mit Low und High. Sprich, Pointer Low gibt die unteren 4 Bits der Adresse an und Pointer High die oberen 4 Bits der Adresse. Habe ich in dem vorherigen, in dem ersten, glaube ich, Video schon mal erklärt. Oben links und oben rechts sind so coole Navigationsbalken, wenn ihr da irgendwie schnell zum anderen Part finden wollt. Braucht auch keine Angst haben, die öffnen einen neuen Tab. Also das jetzige Video wird einfach gestoppt. So, da haben wir jetzt also unsere Adresse. Können wir gleich mal dahinter schreiben, Adresse. Was wir jetzt machen ist, mal einen kurzen Blick ins Datenblatt werfen, denn da habe ich einige Sachen geändert. Was heißt einige Sachen? Eigentlich nur was zum Store-Befehl, also zum Speichern in den Arbeitsspeicher und zum Load, zum Laden vom Speicher. Bei Store sind die E1-Bits Angaben, ob wir Auto-Inkrementieren wollen oder Auto-Dekrementieren wollen oder gar nichts. Wenn wir beide E1-Bits hier auf 0 lassen, also diese Bits, wo bei Move-Befehl zum Beispiel die Drain werden, die Senke, dann wird nichts mit dem Pointer passieren. Wenn wir 0,1 machen, dann wird der Pointer automatisch inkrementiert. Gleiche Daten oder Daten, die zusammenhängen, die liegen oft direkt hintereinander im Arbeitsspeicher. Und dann ist es einfacher, wenn wir einen Auto-Inkrement haben, der außerdem 8-Bit inkrementieren kann, weil wir mit 4-Bit-Registern den 8-Bit-Pointer nicht wirklich richtig inkrementieren können. Also haben wir diesen Befehl extra drinnen. Ja, 1,0 wäre Auto-Dekrement, dekrementiert den Pointer automatisch. Wenn wir von oben anfangen zu speichern und rückwärts speichern wollen. Ja, und da dekrementieren wir eben die ganzen 8 Bits oder inkrementieren wir die ganzen 8 Bits des Pointers. Selbe gilt für LOT, da ist E1 aber das Zielregister, also die Drain wieder. Und bei E2, E2 gibt diesmal an, ob wir Auto inkrementieren, Auto dekrementieren oder gar nichts machen. Das erste, was wir machen, ist natürlich wieder unsere Decoder-Arbeit in den Registern. Bevor das, können wir erstmal hier vor der Adresse nochmal die Datenleitung hier so abzapfen. So, und dann brauchen wir einen Decoder für Store, einen für Load. Wir können bei Store und Load auch dies, wie gesagt, die Register angeben. Also wir sind jetzt hier nicht irgendwie von ADPL oder PH irgendwie abhängig, dass bei Store immer ein Register adressiert wird, sondern wir können im Assembler später Store, welches Register wir speichern wollen oder in welches Register wir speichern wollen, aus dem Arbeitsspeicher. Und geladen oder gespeichert wird immer zu der Adresse, die Pointer Low und Pointer High zusammen angeben. So. Was wir auch brauchen, ist einen weiteren Pin, einen weiteren Eingang. Hier brauchen wir wieder keinen Tri-State-Buffer, weil der Arbeitsspeicher später dann selber das Ergebnis auf den Ausgang auf 0 setzen wird. Und dann machen wir doch gleich mal einen weiteren Pin hin. Westen. Und zwar sind das die Daten vom Arbeitsspeicher.
vom RAM, Random Access Memory. Und die kommen auch in dieses OR-Gate. Wenn ihr jetzt nicht wollt, weil wir diesen Register-Circuit ja schon verknüpft haben mit anderen Kreisläufen, und wenn ihr jetzt nicht wollt, dass hier dieser Error kommt, weil dieser RAM-Pin noch nicht belegt ist, dann könnt ihr einfach auf den Pull-Widerstand zurückgreifen und ihn hier hinsetzen. Müssen wir dann nur später wieder entfernen. Also müssen wir nicht mal, aber können wir. Aber jetzt pullt er eben diesen Pin auf 0, der unbelegt ist, und hier unten gibt es keine Errors. So, was noch? Wir brauchen nochmal für Store und Lot hier mal die beiden E1 und E2 Bits. Die ziehen wir uns schnell mal hier runter. Das hier ist, wenn wir zurückverfolgen, ist das E1, und wenn wir das hier zurückverfolgen, wird es zu E2 kommen. Es wird jetzt ein bisschen unübersichtlicher, aber ihr solltet euch in eurem eigenen Kreislauf, in eurem eigenen Schaltkreislauf eigentlich noch zurechtfinden. Es wird ja alles, es baut ja alles aufeinander auf. Diese schönen Bits hier können wir wieder mal mit dem Verteiler splitten. So, dann wären das jetzt Auto-Increment und das jetzt Auto-Decrement. Ne, warte mal, nicht mal. Muss ich jetzt mal nachschauen. Ja, das hier wäre Auto-Decrement, das hier wäre Auto-Increment. Der unten hier. Increment, Decrement. Increment, Decrement. So. Natürlich dürfen die ganzen hier nur irgendwas mit dem Pointer machen, wenn hier auch wirklich was passiert. Also wenn jetzt ein Arbeitsspeicherbefehl kommt, der Increment oder Decrement will. Der Auto-Increment oder Decrement angeben will. Im Assembler würden wir das dann so schreiben. Store. Wir machen es mal mit Speichern. Wir speichern jetzt mal D in den Arbeitsspeicher und inkrementieren gar nichts. Auto-Increment würde Store ID und Auto-Decrement Stot D. Der erste Befehl macht gar nichts mit dem Pointer, der zweite inkrementiert ihn automatisch und der dritte dekrementiert ihn automatisch. So würde es dann im Assembler dastehen. Jetzt brauchen wir erstmal noch ein kleines Rechenwerk für den Pointer, und das besteht aus einem 8-Bit-Addierer. Wir greifen wieder auf Arithmetik, Addierer, und für den Dekrement natürlich Subtrahierer. Dann brauchen wir noch Konstanten. Drehen die nach Osten, machen die 8-Bit groß, und was die Konstante haben muss, ist eine 1. Fügen sie hier und hier hin. Dateneingang ist jeweils dasselbe. Entscheiden, welches ausgeben darf, machen wir hier mal wieder mit den Tri-State-Puffern. Die sind bei Gatter. Also solltet ihr mittlerweile wissen. Ganz wichtig, ihr müsst bei Tri-State-Puffern jetzt auch die Dinger hier auf 8 stellen. Die Daten, die Bitbreite müsst ihr auch auf 8 stellen, die Datenbreite. Das können wir am Ende wieder ohren, auch 8-Bit. Was ich hier jetzt mache, ist das Mini-Rechenwerk für Auto-Increment und Auto-Decrement bauen. Und diese Enables hier sagen mir dann, ob wir jetzt Auto-Inkrementieren oder Auto-Dekrementieren, oder wenn beide 0 sind, dann wird gar nichts gemacht. Enabled werden die später auch nochmal gesondert. Also zuallererst mal brauchen wir hier sowieso die Pull-Widerstände für später. Also einmal hier und einmal hier. Enabled werden die eben durch Increment oder Decrement. Increment, Datenbitbreite, Datenbits wieder auf 1 stellen natürlich. Jetzt überlappen die OR-Gates sich, also nicht verwirrt werden hier an der Stelle. Jetzt ist der obere Eingang ist Increment, der untere ist Decrement. Dann brauchen wir nochmal zwei Enables. Da brauchen wir jetzt keine Tri-State-Buffer verwenden, das können wir mit einem Endgate regeln. Und zwar so. Der zweite Eingang hier ist jetzt der Enable, wobei der eine für Moment. So. 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 Moment mal, ich muss kurz mal nachdenken. Okay, ich habe jetzt ein bisschen vorgebaut, aber wir müssen natürlich erst schauen, ob jetzt der Befehl richtig ist bei Store, und wir dürfen danach erst die beiden Befehlsgruppen ordern. Was ich hier jetzt gemacht habe, kann ich schnell erklären, ist, diese Endgates sind nur, um zu schauen, ob es durch darf. Wenn jetzt mal der Store-Befehl reinkommt, also der Opcode 3, dann dürfen nur die oberen beiden Bits hier
Und zwar die E1 und E2. Die Store müssen wir vertauschen. So und so und so und so. Also bei Star dürfen nur die E1 und E2 Bits durch, um zu sagen, ob wir inkrementieren. Okay, bei STO, bei Store dürfen nur die E1 Bits durch, um zu sagen, ob wir inkrementieren oder dekrementieren, weil E2 die Quelle darstellt, welches Register wir speichern wollen. Also zapfen wir die E1 Bits ab, weil wir bei Store keine Quelle brauchen, weil die Quelle da der Arbeitsspeicher ist. Führen beide Bits nach dem Verteiler in ein AND-Gate. Und dieses AND-Gate, also in zwei AND-Gates, und der Enable-Eingang hier, der zweite Input an den AND-Gates, ist der Store-Befehl. Bei LOT ist es genau andersrum, dann nehmen wir die E2-Bits hier runter und führen die wieder in beide AND-Gates rein, also den 0. Bit ins obere, in den ersten Eingang des oberen AND-Gates, den ersten Bit in den ersten Eingang des unteren AND-Gates und der zweite Eingang ist jeweils der LOT-Befehl. Wenn jetzt die bei Store zum Beispiel die E1 und E2-Bits auf 0 sind, die E1-Bits auf 0 sind, select die E1-Bits, wenn die auf 0 sind, passiert gar nichts. Und wenn wir jetzt mal die E1-Bits jetzt mal auf Auto-Increment setzen, dann darf der Increment durch. Wenn wir den auf Decrement setzen, dann darf der Decrement durch. Um Fehler zu verhindern, wenn jetzt zum Beispiel beide Bits angehen, dann wäre es Auto-Increment und Auto-Decrement. Können wir einfach ein XOR-Gatter dahinter stellen, findet ihr unter Gatter. Und der wird eine Null ausgeben, also der wird gar nichts machen, wenn beide an sind. Wobei es dann ja auch gar nichts bringt, fällt mir gerade auf. Lassen wir es mit dem XOR wegmerken, obwohl eigentlich glaube ich, es macht sogar nicht mehr einen Unterschied. Jetzt eben diese Increment- und Decrement-Enables hier mit den Leitungen verbinden. Jetzt können wir es auch noch beschriften. Auto Increment und Auto Decrement. Jetzt sind im Moment natürlich beide an, das wollen wir nicht. Jetzt machen wir mal nur Auto Increment. Wir haben im Pointer jetzt mal eine 5 stehen. Und was dann hier am Ende rauskommt, auf dieser Leitung, auf diesem Bus, ist eine 4, weil ich die Leitungen falsch verbunden habe. Das ist Inkrement und das ist Dekrement. So, jetzt kommt hier eine 6 raus. So, jetzt nochmal zum Mitschreiben, weil das gerade ein bisschen undeutlich und schnell war, naja, finde ich. So. Wir können automatisch inkrementieren nach einem Store-Befehl oder automatisch dekrementieren. Genauso wie bei einem LOD-Befehl. Also bauen wir hier erstmal die Decoder hin. Für die STO und LOD-Befehle. Bei STO geben wir über die E1-Bits an, ob wir inkrementieren, das wäre 0,1, oder dekrementieren, 1,0. Und bei LOD über die E2-Bits. Die können wir von hier oben abzapfen, die sind ja schon vorhanden. Ich hoffe mal, die Maus sieht man. Im letzten Video hat man nämlich da so einen komischen Bug gehabt. Diese E1 und E2-Bits dürfen natürlich nur durchgehen, wenn sie entweder an sind. Also sie müssen beide an sein. Einer von beiden muss an sein. Und der jeweilige Befehl muss kommen. Deswegen diese AND-Gates. Die sagen einfach nur, dass die E1-Bits bei STO nur durchkommen können, wenn der STO-Befehl angeht. Selbe gilt für LOT, nur da mit den E2-Bits. Das sieht man hier. Danach können wir Auto-Increment jeweils und Auto-Decrement odern. In zwei Oder-Gates leiten, das sieht man hier. Das ist das Increment vom LOD, also was hier rauskommt, das ist das Increment vom LOD. Und hier oben ist das Increment vom STO. Können wir beide in Oder-Gate leiten, weil wir eben hier schon gesagt haben, also bei den AND-Gates hier, haben wir eben schon gesagt, dass die nur durchkommen können, wenn enabled ist. Also wenn der STO oder der LOD-Befehl durchkommt. Selbe gilt fürs Auto-Decrement. Können wir auch odern. Und dann leiten wir es in unser kleines Rechenwerk, mehr oder weniger. Also diese Leitungen hier schalten eigentlich nur Inkrement oder Dekrement frei. Jupp. Da arbeiten wir wieder mit unseren Tri-State-Puffern.
Der Ausgang hier, dazu komme ich gleich, ist dann eben der neue Wert für den Pointer, für die 8-Bit des Pointer. Da müssen wir jetzt Folgendes tun. Dazu geht es jetzt. Wir nehmen einen Auswahlschalter. Wir holen uns den Multiplexer nach Osten, Datenbits 4, 0 und kein Enable. Datenbits 4, Auswahlleitung 1. Und die müssen jetzt hier irgendwo reingequetscht werden. Das allererste, was wir machen, ist, wir trennen mal die Leitung hier zum Pointer, fügen den Multiplexer ein, machen den zur Leitung des Pointers, trennen den hier unten genauso, machen da wieder den Multiplexer zur Leitung. Der Eingang 0 ist der Standardeingang. Der kommt normal von unserer Datenleitung. Jetzt können wir gleich mal prüfen. Wir schreiben mal schnell in A eine 6 und machen mal Move into Pointer Low A. Jetzt könnten wir auch. Okay, da müssen noch schnell den Multiplexer damit verbinden, sonst haben wir hier so einen tollen Dreisatz. Ich verbinde den Multiplexer irgendwann mit einer Leitung, die auf 0 steht, damit der überhaupt mal kommt, mal enabled wird. Dann ziehen wir hier auch die 6 und wir takten, steht im Pointer Low die 6. Jetzt müssen wir aber sofort wieder diese Leitung hier trennen, weil die war gerade nur zu Demonstrationszwecken da. Diese Leitung können wir aber direkt wieder anschließen und zwar mit etwas ganz anderem. Wir bauen ein OR-Gate. Datenbits 1. Und zwar darf dieser Pointer Low ja nur enabled oder Pointer High, darf ja nur von diesen Daten hier unten, vom Auto-Increment oder Auto-Decrement, gespeist werden, wenn eben ein Auto-Increment oder ein Auto-Decrement auftritt. Dann wird hier umgeschalten. Dann nimmt er nicht mehr die Daten von dem normalen Datenbus, sondern dann nimmt er die Daten, die hier unten ausgerechnet worden sind. Problem hierbei ist jetzt noch, dass wir noch einen Verteiler brauchen. Den haben wir hier oben, aber schon, den können wir uns kopieren. Der sagt, dass der halt nochmal diese 4 Bits aufteilt, damit sie eben in die 4-Bit-Register passen. Arbeiten ja mit High und Low hier. So, der Low-Part ist das hier. Geht ins Low, also geht in Pointer Low. Und der High ist das hier. Sehen wir auch gut, die Bits passen. 0 bis 3 ist unten und 4 bis 7 ist oben. Verbinden wir. Zack. Jetzt könnten wir mal einen Store mit Auto-Increment simulieren. Also 3. Sehen wir schon. Im Moment passiert noch gar nichts. Jetzt würde einfach nur ein STO auftreten. Wenn wir jetzt noch ein STOI machen, also STOI, dann sehen wir, aha, Store-Befehl und Increment ist an, also darf der Auto-Increment durch. Pointer Low und Pointer High werden enabled, weil wir den ganzen Pointer inkrementieren wollen. 6 kommt rein, 6 wird mit einer 1 addiert. Diese Zahl, die da rauskommt, die 7, darf durch. Hier unten steht 0. Also steht hier jetzt auf dem Datenbus die 7. 7, um eine 7 darzustellen, reichen die unteren 4 Bits, deswegen steht auf dem High-Bus jetzt immer noch eine 0. Die E7 würde hier reingehen. Und jetzt fehlt noch eine kleine Sache. Und zwar, der Pointer ist noch nicht enabled. Ist aber auch kein Ding. Dazu brauchen wir wieder einfach nur mal ein paar OR-Gates. Und zwar suchen wir uns die Enable-Leitung. Das ist die hier. Ups. Das hier ist die Enable-Leitung vom Pointer. Genauso wie die hier. Und die müssen wir einfach wieder mal ordern. Jetzt habe ich wieder keinen Platz mit dem scheiß Auto-Increment-Text hier. Also der erste Eingang ist natürlich der stinknormale vom MOV. Und der zweite Eingang werden beide vom Auto-Increment oder Auto-Decrement freigegeben. Sprich, wenn Auto-Increment oder Auto-Decrement auftritt, dann dürfen die 8 Bits, die wir hier ausgerechnet haben, wieder in Pointer Low oder Pointer High reingehen. Ich verstehe, dass also ich kann verstehen, dass es jetzt ein bisschen kompliziert wirken mag und deswegen werde ich auch jetzt das erste Mal diese .circ-Datei in die Beschreibung stellen. Also ich werde diese CIRC uploaden. Wenn ihr jetzt nicht mitkommt, weil ich zu schnell rede, weil ich zu undeutlich bin oder sowas, dann könnt ihr entweder nachfragen oder euch die CIRC, die CIRC-Datei da runterladen und selber nachschauen. Ich werde jetzt nochmal schnell alles durchgehen, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben einen Arbeitsspeicher, einen Datenspeicher. Okay, mal vielleicht ein bisschen langsamer, wäre auch nicht schlecht. So, wir haben einen Arbeitsspeicher. In diesem Arbeitsspeicher können wir Daten hinterlegen und zwar nur Daten. Keine Befehle oder sowas. Befehle kommen bei uns immer aus einer ROM, aus einer Read-Only Memory. Die können wir zwar bearbeiten, die CPU selbst kann da aber nichts reinschreiben.
So, dieser Arbeitsspeicher bekommt seine Adresse von Pointer Low und Pointer High, weil 4 Bit als Adresse für einen Arbeitsspeicher würden uns maximal 16 Adressen geben und es ist ein bisschen wenig. Also nehmen wir Pointer Low und Pointer High zusammen und bilden daraus mit Pointer Low die unteren 4 Bits und Pointer High die oberen 4 Bits eine 8-Bit-Adresse für den Arbeitsspeicher. Jetzt haben wir aber folgendes Problem: Die ALU kann nur 4-Bit-Daten verrechnen und wir haben auch kein Add with Carry oder sowas oder Sub with Borrow. Deswegen. Oder haben wir das? Nee, haben wir nicht. Gut. Deswegen machen wir Auto-Increment und Auto-Decrement nach einem Store- oder einem Load-Befehl. Und diesen Store- oder Load-Befehl, die coden wir hier drüben gleich an diesen schönen Komparatoren. Hier. Das wäre Opcode 3 und 4. Und bei Store müssen wir eine Quelle angeben, also welches Register wir in den Arbeitsspeicher verschieben wollen. Deswegen sind die E1-Bits hier, die uns meistens als Drain dienen, als Ziel, frei, weil das Ziel ist ja der Arbeitsspeicher, da müssen wir das nicht angeben. Also können wir die E1-Bits dazu nutzen, um entweder zu sagen Store, einfach nur, ohne Auto-Increment oder Auto-Decrement, also lass den Pointer gleich. Oder wir können die E1-Bits hier auf 1 setzen. Dann wird er automatisch nach dem STO-Befehl inkrementieren. Sprich, er wird den Pointer um 1 erhöhen. Nach Increment, also weil wir Increment haben, brauchen wir natürlich auch noch ein Auto-Decrement, wenn wir rückwärts speichern wollen. Strings zum Beispiel oder auslesen rückwärts. Da ist der andere E1-Bit noch ziemlich frei. Also der obere E1-Bit ist noch frei, da können wir Auto-Decrement angeben. Jo, woher weiß jetzt der Registerkreislauf, ob wir jetzt Auto-Increment oder Auto-Decrement haben und woher weiß er, ob wir jetzt Store oder Load haben? Wie gesagt, wir bauen einfach diese Komparatoren dahin. Beim Load müssen wir ja ein Ziel eingeben und die Quelle ist klar. Also das Zielregister plus eine Quelle. Und deswegen müssen wir hier angeben. Ja, wir müssen beim Load-Befehl das Ziel angeben und die Quelle ist frei, sprich die hinteren beiden Bits hier sind frei. Wenn wir also Load machen, dürfen die hinteren Bits, die E2-Bits, die letzten beiden Bits, angeben, ob wir entweder inkrementieren oder dekrementieren. Die CPU muss natürlich wissen, ob wir jetzt beim STO-Bit automatisch inkrementieren oder dekrementieren oder beim LOD, weil die Bits ändern sich jeweils. Bei Store geben wir Auto-Increment über die oder Auto-Decrement über die E1-Bits an und beim Load geben wir die Auto-Increment oder Auto-Decrement über die E2-Bits an. Über die Quell-Bits. Das ist dieser schöne Kreislauf hier. Die AND-Gates sagen nur, dass E1 hier durch darf, wenn der Befehl Store ist und E2-Bits durch dürfen, wenn die der Befehl Load ist. Diese OR-Gates da hinten verbinden beide Increments, also das Increment vom LOD und das Increment vom STO, genauso wie das Decrement vom STO und das Decrement vom LOD und geben dann erstmal eine 1 aus, also wenn es stimmt, geben sie eine 1 aus. Wenn wir automatisch inkrementieren oder automatisch dekrementieren, geben sie eine 1 aus. Schalten hier den Addierer frei, der immer plus 1 rechnet. Diese Endleitung hier, also das ist die ganze, das, was hier verrechnet wird, ist der komplette 8-Bit, also Pointer Low und Pointer High. Diese Leitung hier können wir mit dem Dekrementieren ordern, weil wir diese Tri-State-Buffer zum Enablen verwenden. Diese Leitung hier unten wird wieder aufgeteilt für Pointer Low und Pointer High und geht hier unten an die unteren Eingänge von diesen Multiplexern. Die oberen Eingänge sind jeweils die Daten, die von hier oben kommen, von unserem Datenbus. Geschalten, also gewechselt zwischen den Eingängen wird bei einem Auto-Increment oder bei einem Auto-Decrement. Dann wird einmal der Multiplexer umgeschalten und wir bekommen die Daten für Pointer Low und Pointer High nicht mehr vom Datenbus, sondern wir bekommen die Daten für Pointer Low und Pointer High vom Rechenwerk hier unten. Jetzt ist Pointer High und Pointer Low, also Pointer Low hier oben und Pointer High sind aber dann deswegen noch nicht enabled. Deswegen diesen Ausgang des OR-Gates hier wieder weiterführen und mit den normalen Enables bei MOV oder sowas ordern. Sprich, dass Pointer Low und Pointer High einmal von vom Move-Befehl oder so beim Alu-Befehl enabled werden dürfen und
einmal, okay, beim Alu nicht, da brauchen wir es ja gar nicht, also beim Move-Befehl enabled werden dürfen. Und beim Auto-Increment oder Auto-Decrement. Ganz wichtig ist, dass wir hier beide Teile aktivieren. Nicht nur Pointer Low oder Pointer High, weil wir eben den 8-Bit-Wert errechnet haben und den Pointer Low und Pointer High reingeschrieben werden muss. So viel dazu. Was wir jetzt noch machen müssen, ist dafür sorgen, dass die Quelle und das Ziel, also die Quelle beim Store und das Ziel beim LOD, noch funktionieren. Dass wir auch wirklich dann noch ein Quellregister oder ein Zielregister angeben können. Dazu nehmen wir einfach mal hier oben den Decoder. Der bekommt ja schon, dieser Decoder bekommt ja schon das Ziel von seinen richtigen Bits und deswegen müssen wir diesen Decoder einfach nur noch enablen. Einmal beim MOV-Befehl natürlich und noch beim LOD-Befehl. Das Ziel noch beim LOD-Befehl. Deswegen ziehen wir diese Leitung hier mal nach oben und sorgen dafür, dass wieder mit unseren Oder-Gates. Es kann nicht sein, dass beide gleichzeitig an sind, weil die Opcode-Bits ja hier dekodiert werden und 1 niemals gleich 4 sein kann. Also trennen wir den nochmal schnell. Gut, jetzt müssen wir nochmal diese Datenleitung hier noch ein bisschen aus dem Weg räumen, damit wir Platz für das Oder-Gate haben. Erster Eingang wäre natürlich der MOV-Befehl, wenn der wahr ist, weil wir den jetzt mal hier rüberschieben eigentlich. Und der zweite wäre natürlich der LOD-Befehl. Den schieben wir jetzt mal hier durch und quetschen ihn so rum. So. Jetzt können wir beim LOD-Befehl auch noch gleichzeitig eine Quelle angeben. Könnten diese Dinge auch noch schöner rücken. So. Selbe gilt für den STO-Befehl, nur da dürfen wir auch gleichzeitig noch da dürfen wir kein Ziel angeben, sondern dürfen wir eine Quelle angeben, die raus darf zum RAM. Das erste, was wir machen, ist dieses OR-Gate hier hinpflastern. Einmal natürlich vom Move-Befehl. Und der zweite ist dementsprechend, also folglich der der STO-Befehl. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Kontakt nach außen, weil der RAM ja nicht im Register-Circuit ist und deswegen müssen wir oben noch den Pin hin machen. Hey, wake up. Aha. Hey, wake up. Oh Gott. So, das Problem haben wir auch gelöst. Jetzt können wir es mal kurz simulieren. Zum RAM werden wir jetzt leider noch nicht kommen. Ich habe jetzt zu viel Zeit mit dem Auto-Increment und Auto-Decrement verschwendet. Deswegen werden wir jetzt einfach mal simulieren, dass die Adresse 6. Wir werden dann noch mit steigender und fallender Taktflanke arbeiten, weswegen ihr euch jetzt keine Angst machen müsst, dass die Adresse zuerst inkrementiert wird und wir dann ganz woanders reinspeichern. Also in der Hinsicht habe ich noch alles unter Kontrolle, da braucht ihr jetzt noch keine Gedanken machen. So, wir nehmen jetzt mal eine High- und Low-Zahl. Ich zoome mal ein bisschen rein. Was wir jetzt haben, ist eine hexadezimale 1,6, also eine 16 als Adresse, was die Adresse 22 ergeben würde auf dem Adressbus. Und angenommen, in dieser Adresse 22 steht eine 4. Jetzt können wir hier den Befehl load und zwar ins D-Register und wir inkrementieren den Pointer automatisch. Jetzt sehen wir wunderbar. Das erste, was passiert, ist, das D-Register wird enabled und das D-Register bekommt seine Daten von, man wird es kaum glauben, vom RAM. Also der RAM wird jetzt hier freigeschalten. Diesen Puffer brauchen wir noch, weil der RAM eigentlich noch nicht verknüpft ist. Und der Pointer bekommt seine Daten jetzt aber nicht von diesem Datenbus, sondern wir haben ein Auto-Increment, ja, haben wir angegeben, beim LOD-Befehl. Und deswegen wird es hier auch enabled. Also jetzt wird erstmal hier wird der Multiplexer geswitcht, sprich die Pointer bekommen nicht mehr die Daten vom Datenbus, sondern die kommen jetzt die Daten von ihrem eigenen Rechenwerk. Gleichzeitig enabled auch, weil ein Auto-Increment oder ein Auto-Decrement auftritt, enabled er sich noch selbst, sprich die Pointer werden freigeschalten. Jetzt sollte eine 16 inkrementiert, also eine hexadezimale 16, 1,6 inkrementiert, ergibt eine hexadezimale 1,7, was einer 23 entsprechen würde. Jetzt sollte im Pointer
1 7 stehen und in D eine 4. Und zack, passt alles. Wir haben jetzt in D unsere 4, die wir geladen haben aus der Adresse, und haben gleichzeitig noch den Pointer inkrementiert. Wenn wir zum Beispiel 4 Zahlen gleichzeitig laden wollen, oder sagen wir 2 Zahlen gleichzeitig nach A und D, dann müssen wir nicht irgendwie umständlich noch den Pointer inkrementieren, sondern wir können load mit automatischem Inkrement nach D und dann load ohne automatisches Inkrement nach A. Umgekehrt gilt dasselbe natürlich auch für den Store-Befehl mit dem Auto-Increment, Auto-Decrement, wenn wir die Sachen direkt hintereinander im Arbeitsspeicher hinterlegen wollen. Simulieren wir doch gleich mal auf dem Befehlsbus einen Store-Befehl, das wäre die 3. Jetzt sehen wir sofort, wir dürfen jetzt hier auch, weil der Multiplexer hier enabled wird, eine Quelle angeben. Wir nehmen jetzt mal wieder das D-Register und schreiben da eine 5 rein und wir wollen diese 5 wollen wir in den Arbeitsspeicher schreiben und die Adresse danach automatisch dekrementieren. Nehmen wir mal an, hier steht eine 3,5 hexadezimal, 3 mal 16 plus 5 wäre eine 53. Ist jetzt unsere Adresse, in der wir D reinschreiben wollen, also machen wir STOD D. Store mit automatischem Inkrement, mit automatischem Dekrement das D-Register. Also müssen wir hier als Quelle das D-Register angeben. So, und dieser Pin hier würde zum Arbeitsspeicher gehen, zum Dateneingang des Arbeitsspeichers, den ich leider erst in der nächsten Folge machen muss, weil ich jetzt schon wieder das Limit überzogen habe. Aber wenigstens wisst ihr hoffentlich jetzt, was ich mit Auto-Increment und Auto-Decrement meine. Ja, und wir wollen natürlich automatisch dekrementieren, deswegen müssen wir den hier setzen. Sehen wir unten wieder wunderbar. Okay, Store passt. Wir bekommen einen Dekrement, passt auch. Darf durch. Pointer darf dekrementiert werden von 53 auf 52, von 34 Hex auf von 35 Hex auf 34 Hex. Jetzt sehen wir natürlich nicht, wie diese 5 im Arbeitsspeicher landet, weil wir den noch gar nicht haben. Aber wir sehen wenigstens, wie der Pointer dekrementiert wird. Und da ist er dekrementiert. Und diese 5 würde jetzt im Arbeitsspeicher stehen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir diese weitestgehend theoretische Folge, aber es muss leider auch sein. Inkrement und Dekrement sind bei uns eben mega, mega wichtig, weil wir gar nicht oder wirklich richtig, richtig schlecht oder nein, eigentlich können wir gar nicht inkrementieren und dekrementieren. Die CPU können wir nicht automatisch inkrementieren und dekrementieren lassen, weil wir nicht wissen, ob der Low übergelaufen ist oder der High übergelaufen ist, weil wir kein Add with Carry und kein Sub with Borrow haben. Also brauchen wir eben dieses Increment und Decrement. Es ist ein bisschen Kontrolllogik und zwar hauptsächlich hier, hier und hier nochmal die Pointer freischalten. Und dann haben wir eben noch hier unser 8-Bit-Rechenwerk für die Pointer Low und Pointer High. Wenn ich undeutlich war oder sonst was, dann fragt, dann gebt mir bitte Bescheid oder fragt Stellen nach. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, weil bei euch irgendwelche Leitungen Errors oder so ausgeben, dann ist es natürlich total okay, wenn ihr es mir erklären wollt, aber richtig verstehen wäre ich dann auch nur, wenn ihr mir Bilder senden könnt. Wie ihr Bilder macht von diesem Schaltkreislauf ist jetzt ganz einfach. Ihr drückt auf eurer Tastatur neben F12 meistens die Drucktaste, einfach mal drücken, öffnet dann Paint und klickt auf Einfügen. Jetzt seht ihr hier ist mein Desktop jetzt als Bild eingefügt worden im Paint. Das könnt ihr dann speichern, könnt es auf www.fotos-hochladen.net hochladen und könnt es mir senden. Dann sehe ich auch euren Schaltkreislauf, den ihr vielleicht nachgebaut habt und kann euch auch besser sagen, was ihr für Fehler gemacht habt oder wo der Fehler liegt. Wenn ihr jetzt irgendwie es nicht schafft, Bilder hochzuladen, könnt ihr es mir natürlich auch erklären und ich werde versuchen, darauf eine Antwort zu finden. Wie gesagt, wenn Fragen offen sind, fragt. Auto-Increment und Auto-Decrement sollte bei euch jetzt funktionieren. In der nächsten Folge können wir dann noch ganz geschwind den Arbeitsspeicher hinbauen. Das ist nicht sonderlich das Problem. Das größte Problem war eben diese Kontrolllogik in den Registern mit Auto-Increment, Auto-Decrement. Und gehen dann eigentlich auch gleich ran an den Stack. Wobei, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 34. Okay, wisst ihr was? Wir machen den Arbeitsspeicher noch schnell. Neue Schaltung erstellen, RAM. So. Da können wir jetzt auf Speicher RAM zurückgreifen.
und den dann mal aufs Feld ziehen. Jupp. Ganz wichtig, ihr stellt hier bei Bitpredator Adresse 8, Bitpredator Daten 4 und Datenschnittstelle separate Ports zum Laden und Speichern ein. Das ist nämlich schön einfach als jetzt einen bidirektionalen Bus zu benutzen. Was wir noch brauchen, ist wieder unseren Befehlsbus. Hier. Und nochmal einen, okay, das ist jetzt 7-Bit, 8-Bit, nochmal einen Adresspin. Den können wir direkt hier anschließen. Einen Datenpin, der wird auch vom Register ausgegeben, können wir direkt bei Daten ausgeben. Und einen Datenausgang, Ausgangspin. Der Adresspin ist 8-Bit groß, der Dateneingang ist 4-Bit groß, der Datenausgang ist auch 4-Bit groß. Sollte vielleicht ein bisschen ranzoomen. So, dieser Befehlsbus muss jetzt nur noch sagen, dass dieses STR, dieses Store, freigeschalten wird, wenn Store-Befehl kommt. Und dieses LD freigeschalten wird, wenn LOD kommt, wenn Load kommt. Und das hier ist eben der Takt, den können wir auch gleich verbinden. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir einen 1-Bit-Pin, so, zack. Hups. Befehlsbus, dekodieren, wieder mit unserem Verteiler. Von 8 auf 2. Dann haben wir hier unseren Opcode. Nehmen unseren Komparator raus. Einmal so, einmal so, so. Brauchen wieder eine 4-Bit-Konstante. Einmal mit 3, einmal mit 4. Für Store und Load. Bei Store wird das hier freigeschalten, bei Load das. Jetzt sehen wir hier OXXXX. Ja, dieser Arbeitsspeicher arbeitet mit Tri-State und deswegen, also wenn er nicht Store oder nicht Load kommt, würde einfach gar nichts ausgeben, würde hochohmig ausgeben. Pull-Widerstand draufklatschen. Ende der Geschichte. Sollte eigentlich funktionieren. Wahrscheinlich habe ich eh wieder irgendwas vergessen. Ich werde es nochmal ein bisschen zusammenrücken. Können wir eigentlich gleich mal probieren. Wir bearbeiten wieder unseren schönen Kreislauf hier. Unseren schönen Schaltkreislauf, unseren schönen Schaltkreis. Schönes Viereck. Haben unseren Befehlsbus. Den machen wir jetzt diesmal hier hin. Nicht unten, das werdet ihr gleich sehen, wieso. Den Takt unten drunter. Datenausgang hier. Adresseingang hier, Adressausgang hier. Dieses komische Dings da, das irgendwie total schnieke aussieht hier. Wir beschriften dieses Bauteil noch mit RAM. Ich werde es gleich nochmal langsam und ausführlich erklären. Nur, dass die Leute, weil es jetzt schon ziemlich lang geht, die es jetzt so verstehen können, gleich abschalten. Für die anderen werde ich es gleich nochmal ein bisschen langsamer verstehen. Hoffentlich dampft die scheiß Festplatte nicht ab, weil die nicht mehr sonderlich viel zur Verfügung hat. Was noch? Ja, wir müssen nochmal zu den Registern, weil wir haben jetzt da ein paar Pins hinzugefügt. Okay, wir haben einen Pin hinzugefügt. Und müssen da jetzt mal das Aussehen bearbeiten und diesen Pin. Okay, wir haben doch zwei Pins hinzugefügt. Wir müssen den ganzen Registerschaltkreislauf ein bisschen vergrößern. Das machen wir so. Machen wir hier mal unseren Eingang vom RAM hin und das hier. Wo ist der Datenausgang? Der ist hier. Der Ausgang vom Arbeitsspeicher. Ihr könnt die natürlich auch beschriften. Ihr könnt euch ein Textfeld holen und die Schriftgröße auf 6 einstellen und dann irgendwelche Kürzel hinmachen, zum Beispiel RAM in und Adresse out, also RI und RO, RI und AO, RAM in, Adresse out. Dann seht ihr auch von draußen, was wo ist. Dann gehen wir wieder auf Main, klatschen unseren RAM hier hin, den wir eigentlich auch mal um einiges kleiner machen könnten. Und ganz wichtig, wir gehen nochmal in den RAM rein und beschriften alle Teile. Adresse, Data in, Data in, Data out. Es ist jetzt nicht sonderlich ausschlaggebend, ob Data in jetzt hier irgendwie hier drin nicht lesbar ist, weil darum geht es nicht. Hier drin sehen wir ja, aha, das ist der Eingangspin vom RAM, das wird wohl Data in sein. Ist nur, wie gesagt, für draußen wichtig. Befehlsbus und CLK für Clock. Jetzt können wir in Main gehen. Und sehen auch direkt, was wo ist. So, hier, aha, Adresse, hier Data in. Oh, wir haben das hier also vertauscht. Deswegen gehen wir in RAM, Schaltungsaussehen bearbeiten und vertauschen die beiden Pins. Nochmal auf Main zurück, sehen wir Data in. Was zum Teufel baue ich da eigentlich?
Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Verzeiht mich, muss ich nochmal schnell checken. Das hier ist nicht Adresse out. Das hier ist Data out. Das hier ist die Adresse. Sprich, jetzt müssten wir nur noch schauen, dass wir das anpassen, und zwar beim Main. Erstmal die beiden Busse hier ein bisschen runterziehen. So. Ne, es gibt Überschneidungen. Okay. Wir könnten diesen Rahmen jetzt hier zwischen reinbauen. Das will ich aber jetzt nicht machen. Deswegen quetschen wir den noch ein bisschen zusammen. Okay, machen wir das. Wir quetschen den Rahmen noch ein bisschen zusammen. Und zwar quetschen wir das hier noch. Quetschen die beiden hier noch ein bisschen nach hier. Die ganzen Pins hier, die drei. Und machen dann hier noch ein bisschen kleiner. So. Gehen wir jetzt zurück auf Main. Jetzt passt unser Rahmen auch super hier rein. Nein, passt er nicht. Was soll das? Wir müssen ihn noch kleiner machen. So. Also, jetzt haben wir hier dieses tolle Schönheitsfehler. Komm, verschwind. Keine Angst, ich erkläre es gleich nochmal. Blöd wie ich bin, natürlich passt es so genauso wenig. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal überschneiden lassen. Und zwar werden wir diesen Pin einfach mal, ups, diesen Adresspin 1, 2 hier hinbauen. So, und jetzt können wir den Rahmen schön über diese Leitungen drüber bauen. Und wir haben wieder Pins vergessen. Keine Angst, ich erkläre es gleich nochmal. Ich baue nur live, deswegen passiert sowas. Verzeiht mir, wir müssen diesen Adresseingang hier rüberschieben. Diesen Datenausgang hier reinschieben. Und ich glaube, wir müssen auch noch die beiden Pins hier vertauschen. Bitte, Festplatte, bleibt bei mir. Ja, natürlich bist du natürlich wieder voll rumgerutscht, ey. Komm, verschwind. So, 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 so und so. Das hier ist der Eingang vom RAM und das ist der Data-Out. Gut, passt, passt, passt. Befehlsbus können wir doch wieder unten hinschieben. Befehlsbus. Takt. Takt und Befehlsbus. So. Jetzt werde ich nochmal schnell testen, ob das so funktioniert. Okay, funktioniert alles. So, erstmal die langsame Erklärung, für die jetzt nicht mitgekommen sind. Das Video ist jetzt wahrscheinlich viel zu lang. Tut mir echt leid, aber jetzt haben wir eben noch den RAM schnell hier hingequetscht. Also, wir haben bei unserem Register hier noch ein paar Ausgänge hinzugefügt. Einmal den Eingang, also den Pin, den Eingangspin für die Daten vom Arbeitsspeicher. Da müssen wir innen drin keinen Pull-Widerstand hinbauen, weil der Arbeitsspeicher ja selbst gepullt hat, wie ihr gesehen habt. Der Datenausgang hier steht direkt nebendran. Und der Adressausgang ist hier zu sehen. Der Adressausgang wäre, wenn ich jetzt noch mein Register zeigen dürfte, RAM-Eingang wäre das hier, RAM-Datenausgang wäre das hier und die Adresse wäre das hier. Es ist, glaube ich, die schlechteste Episode, die ich je gemacht habe, weil ich einfach so viel zu schnell rede. Könnt ihr mich ja gerne wissen lassen. Sorry dafür. Im Arbeitsspeicher haben wir nicht sonderlich viel. Wir haben einen vorgefertigten Arbeitsspeicher. Bitte Bitbreite der Adresse 8 einstellen, Bitbreite der Daten 4 und separate Ports zum Laden und Speichern. Den Ausgang pullen wir bitte. Wir beschriften die Pins, damit wir uns auch zurechtfinden, nicht so wie ich. Und dann bauen wir eben im Arbeitsspeicher noch einen ganz kleinen Decoder. Und zwar, wenn der Opcode Store kommt, dann darf dieser Store-Pin hier im Arbeitsspeicher angehen. Wenn der Opcode Lade kommt, also aus dem Arbeitsspeicher in den Register laden, dann darf dieser Lade-Pin hier beim Arbeitsspeicher angehen. Dann noch den Clock hier verbinden. Wenn wir mal rausschauen, hier ist Befehlsbus, hier ist Clock, hier ist der Datenausgang, der geht zu dem Dateneingang bei den Registern. Hier ist der Dateneingang, der kommt vom Datenausgang bei den Registern. Und hier ist der Adressbus. Der ist so weit auseinander, weil wir dazwischen im Main Circuit kommen, hier zwischen kommen noch diese anderen Leitungen durch, die zu den Registern gehen.
Die können wir einfach hier unten drunter durchführen oder können uns vorstellen, dass sie da drüber schweben oder sonst was. Sehen wir hier. So. Wenn ihr die PIN-Belegung nicht mitbekommen habt, verstehe ich es völlig. Fragt einfach nochmal nach. Außerdem werde ich diese ZIRC-Datei hochladen. Der RAM ist übrigens online und der ist auf Prozessortakt getaktet. Sprich, ihr habt jetzt da keine irgendwelche Probleme wie in echt mit diesen Zeitverzögerungen oder sonst was. Wie gesagt, wenn es euch zu unübersichtlich ist, könnt ihr auch schön, wie man hier sehen kann, die Eingänge beschriften. Hier sieht man RAM-IN, ist der RAM-OUT vom RAM. Und hier der Daten-OUT ist der Dateneingang vom RAM. Also RAM-IN, was zu den Registern kommt, was in die Register reingeht, kommt aus dem RAM raus. Was aus den Registern rausgeht, kommt in den RAM rein. Und hier eben noch die Adresse, die von den Registern zum RAM geht. Das Auto-Increment und Auto-Decrement habe ich, glaube ich, ausführlich genug besprochen. Wenn nicht, frag bitte nach. Den RAM ist jetzt nicht sonderlich schwer. Ich meine, schaut es euch an. Nur dekodieren, schauen, ob es Store ist, schauen, ob es Load ist. Takt einfügen, Pins richtig setzen und miteinander verbinden auf dem Main-Circuit. Main-Schaltkreislauf. Funktionieren tut es auch. Und zwar schreiben wir jetzt mal mit dem INA-Befehl eine 3 in A-Takten. Hier ist sowieso der A-Ausgang, sehen wir gut. Hier steht eine 3 drin. Diese 3 speichern wir jetzt mal mit einem automatischen Inkrement in den Arbeitsspeicher. Meine Befürchtungen sind wahr geworden. Die Festplatte ist abgedampft. Ich habe das Video noch, aber die Festplatte ist jetzt ziemlich dicht. Wir waren stehen geblieben, jetzt ganz zum Schluss noch die letzten 2-3 Minuten. Ich habe das Video derbst überzogen, sorry dafür. Wir testen jetzt nur noch schnell, ob es geht. Wir haben unsere 3 im A-Register, dann speichern wir diese 3, das wäre ein Store, mit automatischem Increment, und zwar das A-Register im Arbeitsspeicher. Können wir reinschauen. In Adresse 0, da wo der Pointer am Anfang stand, weil wir den nicht gesetzt haben, steht eine 3 und er hat sich automatisch inkrementiert, weil er jetzt auf die nächste Adresse zeigt. Können wir es auch in den Registern schnell anschauen. In A steht eine 3 und der Pointer hat jetzt eine 1. Jetzt speichern wir schnell nochmal diese, gehen wir mal in die ALU. Wir inkrementieren A. Das wäre, glaube ich, müsste ich nachschauen, der Befehl 2. Nach A. Genau, jetzt speichern wir diese 2 in der nächsten Adresse, ohne zu inkrementieren. Store A. Jetzt sollte hier 3, 4 stehen. Tut's auch. Und jetzt laden wir einmal mit automatischem Dekrement nach D und einmal laden wir so nach D. Ohne Dekrement. Also Load nach D mit automatischem Dekrement. Stimmt, glaube ich, so auch. Schauen wir in die Register. Okay, in D steht jetzt die 4, die drin war. Schauen wir in den RAM. Okay, der zeigt jetzt auf die Adresse, weil er sich automatisch dekrementiert. Der zeigt jetzt auf die Adresse 0. Hat auch geklappt. Jetzt nochmal nach D ohne Dekrement laden. Sollte in D die 3 stehen. Und der Pointer steht auf 0, weil er sich nicht mehr dekrementiert hat. Einwandfrei, es klappt alles. Sorry für diese übertrieben lange Episode. Wenn irgendwas unklar ist, was ich völlig verstehen würde, dann fragt nach. Macht Bilder, habe ich euch auch gezeigt. Oder sonst was. Ich beende dann mal diese Aufnahme jetzt. Wird auch langsam Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Nächste Folge geht's dann an Stack. Gut. Und ich werde die auch wieder kürzer machen, die Episoden. Also das war jetzt, glaube ich, mal eine ziemliche Ausnahme. Es sei denn, ihr habt nichts gegen so lange Episoden. Und es sei denn, ihr habt mich trotzdem noch relativ okay verstanden. Ich werde dieses hochladen. Wie gesagt, die PIN-Belegung mag ein bisschen wirr sein. Dieser Abstand hier, habe ich auch erklärt. Ein- und Ausgänge jeweils. Ich habe richtig Schiss, dass jetzt irgendwie kommt, dass es keiner verstanden hat. Könnt ihr mir bitte mitteilen. Das war's. Ciao.